Als der Körper eines toten Mannes an einem Strand im Süden Australiens gefunden wurde, konnte niemand ahnen, dass die Ermittlungen in dem Fall zu einem der größten Mysterien Australiens werden. Denn bis heute kann niemand genau sagen, wer der Mann war, wie er dorthin gekommen ist und wie er zu Tode gekommen ist. War es Suizid oder war es Mord? Selbst wenn wir davon ausgehen, dass er ermordet wurde, bleiben noch zahlreiche andere Fragen offen. War er einfach nur ein verschmähter Liebhaber, der nach Australien gereist ist, um alles zu beenden? Oder war er doch ein international agierender Spion, der von einem unbekannten Geheimdienst liquidiert wurde? Diese Geschichte beinhaltet alles, was in einem Hollywood-Thriller nicht fehlen darf. Dreiecksbeziehungen, geheime Codes, seltene Bücher und ein nicht zurückverfolgbares Gift. Dies ist die Geschichte vom Somerton-Mann. Die Geschichte beginnt am 1. Dezember 1948 am Somerton-Strand, etwa 20 Kilometer südöstlich der Millionenmetropole Adelaide, als zwei Reiter einen scheinbar leblosen Mann an einer Strandmauer liegend entdecken. Zuerst denken die zwei, dass er einfach nur betrunken ist und sein Rausch ausschläft. Doch als ein anderer Zeuge berichtet, dass er ihn einen Tag zuvor in derselben Position liegend gesehen hat, rufen sie die Polizei. Als die Polizei am Leichenfundort eintrifft, können sie nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei der Untersuchung des Leichnams hat man festgestellt, dass der Tote sehr hochwertige Kleidung trägt, die aus den USA zu kommen scheint und daher finanziell sehr gut gestellt zu sein scheint. Seine Kleidung entsprach dem Modetrend der Wintersaison 1948 in Amerika und waren die örtlichen Witterungsverhältnisse, die am Tage schon mal 30 Grad betragen können, überhaupt nicht angepasst. Die Polizei nahm an, dass die Kleidungsstücke nicht importiert wurden und der Tote entweder sie selbst in den USA erworben hat oder von jemandem gekauft hat, der aus den USA stammt. In der australischen Nachkriegszeit wurde Kleidung noch streng rationiert und deswegen war es nicht ungewöhnlich, dass man Kleidung aus zweiter Hand kaufte. Was jedoch wieder sehr interessant war, in den Kleidungsstücken wurden die Etiketten sorgfältig entfernt, eine Gemeinsamkeit, die schon in meinen beiden Videos davor aufgefallen war. Allgemein machte der Tote einen sehr gepflegten Eindruck. Seine Hände wiesen keinerlei Anzeichen von harter körperlicher Arbeit auf, wie zum Beispiel Schwielen oder Hornhaut. Die Finger und Zehennägel waren auch sehr gepflegt. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, 42 bis 45 Jahre alt und körperlich gut gebaut. Als die Polizei seine Kleidung durchsucht hat, fanden sie eine Zigarettenschachtel der Marke Army Club, in der aber Zigaretten der Marke Kensitas enthalten waren. Warum er die günstigen Kensitas in die Verpackung der hochwertigeren Army Club Zigaretten gepackt hat, ist unklar. Vielleicht wollte er dadurch wohlhabender wirken, was auch zu seiner allgemeinen Erscheinung gepasst hätte. Außerdem fand man noch ein unbenutztes Zugticket, das von Adelaide zum Henley Beach führen sollte, sowie ein Busticket aus der Stadt, mit dem er eventuell den Strand erreichte. Etwa einen Monat nach dem Leichenfund am 14. Januar 1949 wurde in der Garderobe der Adelaide Railway Station ein brauner Koffer gefunden, dessen Etiketten ebenfalls entfernt waren. Man nahm sofort an, dass das der Koffer des toten Mannes sei. Und man hatte recht behalten. Im Koffer befanden sich zahlreiche Kleidungsstücke, auf denen ebenfalls die Etiketten entfernt worden waren. Ausnahme waren eine Krawatte, ein Wäschebeutel und ein T-Shirt, auf denen der Name T. Keen oder einfach nur Keen gefunden wurde. Die Polizei nahm an, dass wer auch immer die Etiketten aus der Kleidung entfernt hat, die drei Gegenstände entweder übersehen hat oder sie aber mit Absicht so gelassen hat, weil er oder sie wusste, dass der Tote. Die Autopsie wurde unverzüglich nach dem Auffinden der Leiche veranlasst, danach jedoch verschoben und erst am 17. Juni durchgeführt. Thomas Cleland hat den Körper des toten Mannes noch einmal genauestens untersucht und einige interessante Dinge ans Tageslicht gebracht. Seine Schuhe waren bemerkenswert sauber und sahen nicht so aus, als ob er damit viel herumgelaufen ist. Der Pathologe hat es in seinem Bericht extra erwähnt, da einige Zeugen behauptet haben, dass ein anderer Mann den Toten getragen hat und dann an der Stelle am Strand abgelegt hat. Bei der Autopsie hat man festgestellt, dass sein Magen voller Blut war, seine Nieren waren beschädigt sowie die Leber, seine Milz war um das Dreifache vergrößert,
All diese Indizien deuteten auf eine ganz bestimmte Todesursache hin. Gift. Der Pathologe Dr. Dwyer vermutete damals ein Barbiturat als das tödliche Gift. Barbiturate sind Schlafmittel, die bei zu hoher Dosierung eine Atemlähmung verursachen. In seinem Magen wurden Überreste von einem Meat Pie gefunden. Dieser konnte aber als Träger der giftigen Substanz ausgeschlossen werden und Spuren eines Eindringens einer Nadel konnten nicht gefunden werden. Dem Pathologen, der ein erfahrener Wissenschaftler war, war es einfach nicht gelungen, irgendeine Spur von Gift in seinem Körper nachzuweisen. Abgesehen von diesen Erkenntnissen konnte man weder eine eindeutige Todesursache noch seine Identität ermitteln. Der Pathologe hielt daher einen unnatürlichen Tod für sehr wahrscheinlich und Vergiftung wurde als einzige Todesursache vermutet. Jahrzehnte später hat sich der Pharmakologe Cendric Hicks noch einmal intensiv mit dem Autopsiebericht von damals befasst und hielt eine Vergiftung mit Digoxin oder Urbain für sehr wahrscheinlich. Digoxin und Urbain haben eine verlangsamende Wirkung auf den Herzmuskel und führen bei einer Überdosierung zu einem Herzstillstand. Der einzige Hinweis, der für solch eine Art von Vergiftung gefehlt hat, war Erbrechen. Das wiederum bestärkt die Theorie, dass dem Mann die tödliche Dosis Gift an einem anderen Ort verabreicht wurde und er nur zum Sterben an den Strand gelegt wurde. Etwa um den Zeitpunkt seiner Autopsie hat man wohl den bedeutendsten Fund dieses Falls in seiner Kleidung gemacht. Der Fund gab dem Fall seinen Namen und hat die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung gelenkt und eine ganze Reihe anderer Spekulationen befeuert. Plötzlich hielt man den Toten vom Somerton-Strand für einen Spion. Bei einer erneuten, sehr gründlichen Untersuchung seiner Kleidung fand man eine kleine, zusätzliche Hosentasche, die von innen eingenäht worden war. In dieser Hosentasche wiederum fand man ein sehr kleines, sorgfältig zusammengerolltes Stück Papier, auf dem das persische Wort Tamam Shud stand. Es schien so, als sei dieses winzige Stück Papier aus einem Buch herausgerissen worden. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es sinngemäß beendet oder das Ende. Hat der Tote vom Somerton-Strand womöglich doch einfach nur Selbstmord begangen? Angestellte einer Bibliothek konnten ermitteln, dass dieser Satz auf der letzten Seite eines Buches namens Rubaiyat von Omar Khayyam stand. Nun hatte die Polizei also eine neue Spur und veranlasste eine landesweite Suche nach diesem einen Buch, in dem die letzte Seite herausgerissen wurde. Und tatsächlich wurde sie fündig. Der Detective Sergeant Lionel Lean, der die Ermittlungen geleitet hat, hat den Zeugen, mit denen er gearbeitet hat, immer Pseudonyme gegeben, um deren Privatsphäre zu schützen. Und so hat Detective Lean den Zeugen, der das Buch gefunden hat, den Namen Ronald Francis gegeben. Der Zeuge wurde nie offiziell identifiziert. Angeblich war es ein Arzt, dem das Buch kurz vor dem Auffinden des toten Mannes in sein Auto gelegt wurde. Generell gab es einige Unklarheiten, unter welchen Umständen das Buch gefunden wurde. Eine Zeitung berichtete darüber, dass das Buch ein oder zwei Wochen bevor die Leiche des Mannes gefunden wurde, aufgetaucht ist. Der ehemalige Detective Gary Felters dagegen behauptet, dass das Buch kurz nachdem die Leiche des Mannes am Strand gefunden wurde, aufgetaucht ist. Der exakte Zeitpunkt, wann das Buch aufgetaucht ist, war für die Ermittler ein sehr wichtiges Indiz. Wäre das Buch tatsächlich Wochen vor dem Fund der Leiche aufgetaucht, dann würde das bedeuten, dass sich der Mann schon länger in Adelaide aufgehalten hat oder Adelaide zumindest vorher schon einmal besucht hat. Man hat mit Hilfe einer mikroskopischen Untersuchung zweifelsfrei feststellen können, dass der kleine Schnipsel Papier zu der letzten Seite des gefundenen Buchs gehört. Bei einer genauen Untersuchung der Rückseite des Buches hat man feine Eindellungen gefunden, so als wenn jemand ein Blatt Papier auf die Rückseite des Buches legt, darauf etwas schreibt und die Buchstaben durch das Blatt Papier durchgedrückt werden. Man fand heraus, dass die Nummer einer Krankenschwester namens Jessica Thompson gehört, die nur 400 Meter vom Fundort der Leiche gewohnt hat. Als die Polizei Jessica Thompson verhört hat, gab sie an, dass sie den toten Mann nicht kenne
und auch nicht weiß, warum er ihre Telefonnummer gehabt hat. Sie gab aber zu Protokoll, dass ein ihr unbekannter Mann gegen Ende des Jahres 1948 versucht habe, sie zu besuchen und sich bei den Nachbarn nach ihr erkundigt hat. Die Polizisten bemerkten schnell, dass irgendetwas an dieser Frau nicht zu stimmen schien. Sie antwortete sehr ausweichend und man hatte das Gefühl, dass sie darüber gar nicht sprechen wollte. Als man ihr eine Büste des toten Mannes zeigte, gab sie an, nicht zu wissen, wer der Mann sei. Auf die Polizisten machte sie plötzlich einen abwesenden Eindruck. Sie hat im weiteren Verlauf des Gesprächs nur noch auf den Boden gestarrt. Thompson gab an, dass er während des Zweiten Weltkriegs am Royal North Shore Hospital gearbeitet hat und eine Kopie des Buches Rubaiyat besessen habe. Im Jahr 1945 gab sie das Buch einem Leutnant der australischen Armee namens Alfred Boxall, der ihr, nachdem der Krieg beendet worden war, Briefe nach Melbourne geschickt habe, sie aber schon mit einem gewissen Prosper Thompson verheiratet war und ihm nicht geantwortet hat. Die Polizei nahm daraufhin an, dass es sich bei dem Toten um Alfred Boxall handeln muss. Allerdings wurde Boxall im Juli 1949 in Sydney gefunden und zur Überraschung aller war seine Kopie von dem Buch Rubaiyat intakt, mit dem Satz Tamam Shud immer noch auf der Seite. So ist die Polizei nun allen möglichen Spuren nachgegangen und der Fall ist bis heute offen. Man konnte nicht ermitteln, um wem es sich bei dem Toten handelte, wie er dorthin gekommen war und warum er starb. Es ist seit 70 Jahren eines der größten Mysterien Australiens. Im Jahre 1949 wurde der unbekannte Mann in Adelaide beerdigt. Jahre nach der Beerdigung wurden immer wieder Blumen am Grab des Toten abgelegt. Die Polizei hat eine Frau befragt, die das Grab gerade verlassen hat, warum sie Blumen auf das Grab legt. Die Frau aber behauptete, sie kenne den Mann nicht, der dort liegt. Etwa zur selben Zeit behauptete eine Frau namens Ina Harvey, die als Rezeptionistin des Streatham Hotels gegenüber der Adelaide Railway Station gearbeitet hat, dass ein seltsamer Mann etwa zum gleichen Todeszeitraum des Somerton-Mannes in Zimmer 21 oder 23 gewohnt hat und am 30. November 1948 ausgecheckt hat. Sie gab an, dass der Mann Englisch gesprochen habe und nur einen kleinen schwarzen Koffer bei sich trug. Als ein Angestellter des Hotels unerlaubterweise einen Blick in den Koffer warf, entdeckte er einen nadelartigen Gegenstand. Wer der Mann war, konnte nicht ermittelt werden und so verlief auch diese Spur im Sande. Im Jahr 2009 begann ein Team der Universität Adelaide rund um den Physiker und Ingenieur Derek Abbott mit dem Versuch, den Fall mit Hilfe einer Exhumierung und dem Knacken des Codes zu lösen. Ich werde euch in der Infobox die Videos von Derek Abbott verlinken, falls ihr Interesse habt. Mit der Entzifferung des Codes hat das Team unverzüglich begonnen, sind aber zu keinem Ergebnis gekommen, nahmen aber an, dass der Code eine Art Verschlüsselungsalgorithmus ist und an die Schreibform des Gedichtbandes gekoppelt ist. Um das zu bestätigen, bräuchte man aber die exakte Version des Buches, die aber in den 1950ern verloren gegangen ist. Die originalen Autopsieberichte von 1948 und 1949 sind ebenfalls verloren gegangen. Der Anatomieprofessor Marcier Henneberg von der Universität Adelaide hat Fotos von dem Leichnam des Somerton-Mannes untersucht und festgestellt, dass er eine seltene genetisch bedingte Deformation der Ohrmuscheln hat. Das ist eine genetische Anomalie, die nur etwa 1-2% der kaukasischen Bevölkerung hat. Im Mai 2009 hat Abbott mit Hilfe von Zahnmedizinern herausgefunden, dass der Somerton-Mann eine weitere besondere genetische Anomalie hatte, nämlich Hypodontie. Das bedeutet, dass sein Gebiss von Geburt an weniger Zähne hat als ein normales Gebiss. In diesem Fall haben ihm beide seitlichen Schneidezähne gefehlt. Die Anomalien haben nur etwa 2% der gesamten Weltbevölkerung. Und jetzt kommt die Krux an der ganzen Geschichte. 2010 hat sich Abbott ein Foto von Robin Thompson, dem Sohn von Jessica Thompson, besorgt. Er hat mit Erstaunen festgestellt, dass Robin dieselbe Deformation an den Ohren hatte wie der Somerton-Mann. Außerdem hatte er auch die genetische Anomalie der fehlenden seitlichen Schneidezähne.
Die Chancen, dass es sich dabei um einen Zufall handelt, sind zwischen 1 zu 10 Millionen und 1 zu 20 Millionen. Es kommt also der Verdacht auf, dass Robin Thompson der Sohn vom Somerton-Mann war. Ein DNA-Abgleich würde Licht ins Dunkel bringen, doch bis jetzt blockiert die Schwester von Robin Thompson eine Exhumierung. Im Jahr 2011 wurde eine Exhumierung des Somerton-Mannes zunächst von der zuständigen Richterin abgelehnt, mit der Begründung, dass das öffentliche Interesse nicht ausreichend begründet ist. 2019 jedoch hat mittlerweile eine andere zuständige Richterin der Exhumierung stattgegeben. Diese wurde im Jahr 2021 durchgeführt und man hat es geschafft, DNA-Proben zu entnehmen. Die Untersuchungen dauern aber noch an. Der Fall wird bei der zuständigen South Australian Major Crime Task Force nach wie vor als offen betrachtet. Hinweise werden jederzeit entgegengenommen. Warum ist der Mann denn nun gestorben? War er wirklich ein Agent, der liquidiert wurde? Oder war sein Tod das Ergebnis einer Dreiecksbeziehung, die einen Menschen das Leben gekostet hat? Der Tod des Mannes hatte höchstwahrscheinlich nichts mit einer Agententätigkeit zu tun. Es ist zwar nicht zu 100% ausgeschlossen, dennoch halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Diese Theorie geht stark mit der Untersuchung von Derek Abbott einher. Fassen wir den Fall nochmal kurz zusammen. Der Somerton-Mann kam wahrscheinlich nach Adelaide, um einen persönlichen Disput zu klären, der leider auf tragische Art und Weise endete. Die Todesursache des Mannes war nachweislich Herzversagen, die jedoch nicht auf natürliche Weise verursacht wurde. Die Polizei vermutet, dass sie durch ein nicht nachweisbares Gift ausgelöst wurde, das bis heute nicht identifiziert werden konnte. Der Mann aus Somerton hatte zwei sehr seltene genetische Anomalien, keine seitlichen Schneidezähne und ein vergrößertes Becken in seinem Ohr. Diese beiden Merkmale sind der Schlüssel zu seiner Identifizierung. Es heißt, dass weniger als 98% der Bevölkerung diese Merkmale aufweisen und die Wahrscheinlichkeit, beide Merkmale zu haben, ist astronomisch gering. Der Somerton-Mann trug bekanntlich ein kleines Stück Papier bei sich, auf dem die Worte Tamam Shud gedruckt waren, was grob ins Englische übersetzt "Es ist vorbei" bedeutet. Das Buch, dem es entnommen war, wurde etwa ein halbes Jahr später gefunden, als es von einem Bürger, der es auf dem Rücksitz seines Autos gefunden hatte, bei der Polizei abgegeben wurde. Es handelte sich um eine sehr seltene Ausgabe des Rubaiyat von Omar Khayyam, einem persischen Gedichtband aus dem 12. Jahrhundert. Das fragliche Exemplar enthielt eine Telefonnummer und einige scheinbar zufällige Buchstaben, die auf die Rückseite gekritzelt wurden. Die willkürlich in das Buch gekritzelten Buchstaben wurden zunächst für einen Code gehalten, was die Möglichkeit eröffnete, dass es sich bei dem Verstorbenen tatsächlich um einen Spion handelte, bis die australische Marine das Buch untersuchte und feststellte, dass es sich nicht um einen Code handelte. Auch Experten aus Abbotts Team konnten die Codes nicht entschlüsseln. Bis heute ist die genaue Bedeutung der Buchstaben unbekannt. Es kann sich aber auch einfach nur um Hinweise für zum Beispiel ein Kreuzworträtsel handeln. Der Somerton-Mann wurde von der Polizei aufgrund seiner Gesichtszüge zunächst für einen Ausländer gehalten, hauptsächlich britisch oder amerikanisch. Alle Gegenstände und Kleidungsstücke, die er bei sich trug, konnten in Australien beschafft werden, mit Ausnahme eines Aluminiumhaarkamms, der zu dieser Zeit in Australien nicht erhältlich war, und einer Jacke aus amerikanischer Produktion in seinem Koffer. Die Ermittler hielten es für möglich, dass er Europäer oder Amerikaner war und glaubten nicht, dass er aus Australien stamme. Um 11 Uhr, kurz nach seiner Ankunft am Bahnhof von Adelaide, gab der Somerton-Mann einen Koffer an der Garderobe des Bahnhofs ab, aber da er am nächsten Tag verstarb, kehrte er am Abend nicht zurück, um ihn abzuholen. Möglicherweise hatte er die Absicht, zurückzukehren und sein Gepäck in Empfang zu nehmen. Die im Gepäck enthaltenen Kleidungsstücke hatten alle keine Namensschilder mehr. Auch wenn es ein wenig ungewöhnlich klingt, so kommt es relativ häufig vor, dass die Namensschilder aus Kleidungsstücken entfernt werden, da sie an der Haut oft jucken. Auf einer seiner Krawatten stand der Name T. Keen. Dies könnte der Name des Mannes gewesen sein. Der Somerton-Mann trug Zigaretten der Marke Kensitas in einer Schachtel der Marke Army Club bei sich. Warum er dies tat, ist nicht bekannt.
Die Polizei ging zunächst davon aus, dass er einfach billige Zigaretten in eine hochwertige Schachtel steckte, um einen wohlhabenderen Eindruck zu erwecken. Aber die damalige Werbung deutet darauf hin, dass Kensitas die teurere Marke war und Army Club in Wirklichkeit billiger war. Es ist möglich, dass er seine Packung verloren hat und einfach nur improvisiert hat. Der Somerton-Mann hatte eine Fahrkarte für den Zug um 10.50 Uhr nach Henley Beach, die er aber nicht benutzt hatte. Stattdessen hatte er um 10.15 Uhr den Bus nach St. Leonards, das heute Glen Elg heißt, genommen. Man weiß nicht, warum er dies tat. Es ist möglich, dass er einfach seinen Zug verpasst hat. Der Somerton-Mann rauchte, kurz bevor er vergiftet wurde. Wir wissen dies, weil er mit einer halb gerauchten Zigarette zwischen Wange und Jackenaufschlag und einer unbenutzten Zigarette hinter dem Ohr starb. Die Tatsache, dass er die halb gerauchte Zigarette vor seinem Tod nicht entsorgte, lässt darauf schließen, dass er sie gerade rauchte, als das Gift seine Wirkung entfaltete. Die Zigaretten wurden von der Polizei nie auf Spuren vom Gift untersucht. Um 19.15 Uhr am Nachmittag hat er nachweislich noch gelebt. Er lag genau an der Stelle, an der er am Strand starb, mit dem Kopf an der Wand gelehnt. Er hob seinen Arm in die Luft und ließ ihn dann wieder schlaff fallen, war aber ansonsten regungslos. Dies wurde von einem Ehepaar beobachtet, die einfach nur dachten, dass er betrunken ist und seinen Rausch ausschläft. Etwa eine Viertelstunde später wurde er von einem anderen Ehepaar gesehen, die auf einer Bank hinter dem Mann saßen. Aus ihrer Perspektive konnten sie nur seine Beine sehen und nahmen ebenfalls an, dass er entweder betrunken war oder ein Nickerchen machte. Auch hier war er größtenteils regungslos. Aber der Zeuge behauptete, er habe gesehen, wie sich sein Bein leicht bewegte. Möglicherweise war er auch zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Am nächsten Morgen um 6.30 Uhr wird der Somerton-Mann von zwei Jockeys, die über den Strand reiten, tot aufgefunden. Sie näherten sich ihm und bewegten sein Bein, um den vermeintlich schlafenden Mann aufzuwecken. Einer der Zeugen vom gestrigen Tag kommt zufällig vorbei und bemerkt, dass der Mann immer noch an derselben Stelle liegt. Er teilt den Jockeys mit, dass er den Mann gestern gesehen hat und dass er die Polizei rufen wird. Die Polizei bringt die Leiche in einem Krankenwagen weg und stellt den Todeszeitpunkt auf etwa 2 Uhr morgens fest. Aber wir wissen jetzt, dass diese Schätzung auf einer fehlerhaften Methode beruht und der Mann noch einige Stunden früher gestorben sein könnte. Und hier kommt nun Jessica Thompson mit ins Spiel, die stark in diesen Fall verwickelt war. Auf dem Exemplar des Buches, das der Mann aus Somerton offenbar vor seinem Tod weggeworfen hat, stand auf der Rückseite die Telefonnummer von Jessica Thompson. Daher können wir davon ausgehen, dass der verstorbene Mann Frau Thompson irgendwie gekannt haben muss, wenn das Buch tatsächlich ihm gehörte. Jessica Thompson hatte zuvor ein Exemplar des Rubaiyat an einen Offizier namens Alf Boxall gegeben, wobei es sich aber um ein anderes Exemplar handelte. Thompson und Boxall lernten sich 1945 in einem Hotel in Sydney kennen, als sie eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte und er zum Militärdienst abkommandiert war. Kurz darauf schickte Thompson Boxall einen Brief, in dem sie behauptete, sie sei jetzt verheiratet und lebe in Melbourne. Die beiden hatten danach keinen Briefwechsel mehr und sahen sich nach 1945 nie wieder. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Thompson 1945 tatsächlich verheiratet war und wenn sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eine Beziehung mit einem Mann hatte, ist nicht bekannt mit wem. Ab 1948 war Jessica Thompson in einer Beziehung mit einem verheirateten Mann, Prosper Thompson, von dem sie ihren Nachnamen übernahm. Sie hatte einen sehr jungen Sohn, Robin. Als sie in jenem Jahr von der Polizei befragt wurde, sagte Thompson, sie sei verheiratet. Dies war in Wirklichkeit eine Lüge. Thompson hatte die Absicht, Prosper zu heiraten, konnte dies aber rechtlich nicht, da die Scheidung von seiner Frau noch nicht vollzogen worden war. Die Scheidung wurde erst 2 Jahre später, 1950, vollzogen. Und in diesem Jahr heiratete Jessica und Prosper tatsächlich. Jessica Thompson wurde mit dem Fall in Verbindung gebracht, weil ihre Telefonnummer in der Buchausgabe des verstorbenen Mannes gefunden wurde. Als die Polizei sie befragte, zeigte sie ihr das Buch und fragte sie, ob sie es schon einmal gesehen habe. Sie antwortete, dass sie es schon einmal gesehen habe. Auf die Frage, ob sie den Verstorbenen gekannt habe, wich sie aus und behauptete, sie habe ein Exemplar des Buches schon einmal gesehen. Aber nicht dieses. Dies erregte den Verdacht der Polizei, aber Thompson behauptete, sie sei missverstanden worden.
Später an diesem Tag wurde Thompson von der Polizei eine Gipsbüste des Kopfes des Verstorbenen gezeigt. Detective Lean, der zu diesem Zeitpunkt anwesend war, behauptete, sie habe beim Anblick der Büste verblüfft ausgesehen und er habe gedacht, sie würde in Ohnmacht fallen. Paul Lawson, der die Büste angefertigt hatte und ebenfalls anwesend war, behauptete, sie habe nur einen Blick auf die Büste geworfen und für den Rest des Gesprächs auf den Boden gestarrt und auf fast alle Fragen kurze Ein-Wort-Antworten gegeben. Beide Männer hatten den Eindruck, dass sie den verstorbenen Mann kannte. Thompson forderte die Polizei auf, alle dauerhaften Aufzeichnungen über ihren Namen im Zusammenhang mit dem Fall zu löschen. Die Polizei kam dem bedauerlicherweise nach, was den Fall in den folgenden Jahrzehnten erschwerte, da fast nirgendwo mehr ihr Name auftauchte. Sie wollte auch nicht, dass die Polizei ihre Beziehung zu Alf Boxall publik machte. In Presseberichten wurde sie immer unter ihrem Pseudonym genannt, meist Justin, ein Spitzname, den sie benutzte, als sie Boxall traf. Im Jahr 2002 wurde Thompson von dem pensionierten Kriminalbeamten Gary Feltes mit dem Fall in Verbindung gebracht, der sie und ihre Familie ausfindig machte. Feltes befragte sie und behauptete, sie sei bei den Fragen zum Fall ausweichend gewesen und habe nicht darüber sprechen wollen. Er behauptet auch, dass ihre Familie nichts von ihrer Verbindung zu dem Fall wusste und dass sie es ihnen gegenüber nie erwähnt hatte. Feltes hatte ebenfalls den Eindruck, dass Thompson den verstorbenen Mann kannte. Dies war das einzige Interview, das sie nach 1948 gab. Jessica Thompsons Sohn Robin, der zum Zeitpunkt des Falles weniger als ein Jahr alt war, wies genau dieselben genetischen Anomalien auf wie der Somerton-Mann. Er hatte keine seitlichen Schneidezähne und ein leicht deformiertes Ohr. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um einen Zufall handelt, ist so extrem unwahrscheinlich, dass dies ernsthaft darauf hindeutet, dass Robin tatsächlich der Sohn des Somerton-Mannes war. Dieser wichtige Hinweis wurde von Derek Abbott entdeckt. Ohne DNA-Analyse jedoch kann man dies nicht bestätigen, aber es scheint sehr wahrscheinlich zu sein. Robin wuchs in dem Glauben auf, er sei der Sohn von Prosper Thompson, also dem Ehemann von Jessica Thompson, und wusste nichts von der Beziehung zu seiner Mutter zu dem Somerton-Mann. Ausgehend von dem, was wir über den schicksalshaften letzten Tag des Mannes wissen, kommt er am Morgen des 30. November gegen 8.30 Uhr am Bahnhof von Adelaide an und kauft eine Fahrkarte für 10.50 Uhr nach Henley Beach. Was er in den nächsten Stunden tat, ist nicht bekannt. Möglicherweise nutzte er die Toiletten und Waschräume des Bahnhofs oder machte einen Spaziergang, um sich die Zeit zu vertreiben. Auf jeden Fall erreichte er seinen 10.50 Uhr Zug nicht. Ich denke nicht, dass hier etwas Geheimnisvolles vor sich ging. Ich denke, er hat wahrscheinlich die Zeit aus den Augen verloren und den Zug verpasst oder seine Meinung in letzter Sekunde geändert. 10 Minuten später, gegen 11 Uhr, gibt er seinen Koffer an der Garderobe des Bahnhofs ab. Wahrscheinlich wollte er zum Bahnhof zurückkehren, sobald er seine Erledigung gemacht hat und sein Gepäck abholen. Etwa 15 Minuten später, um 11.15 Uhr, nimmt er einen Bus vom Streatham Hotel nach St. Leonards. Diese Haltestelle liegt ganz in der Nähe von Jessica Thompsons Wohnanschrift und vermutlich wollte er genau dorthin. Von jetzt an bis zu seiner Entdeckung am Strand weiß man nicht wirklich, was er in der Zeit gemacht hat. Vermutlich hat er das Haus von Jessica Thompson besucht und ist dort eine Weile geblieben. Und vermutlich hat Jessica Thompson oder jemand anders während seines Aufenthalts ohne sein Wissen seine Zigaretten gegen Vergiftete ausgetauscht. Vermutlich verlässt er später an diesem Tag Thompsons Haus, spaziert vielleicht ein wenig in der Gegend herum und landet am Strand von Somerton. Dort setzt er sich hin, nimmt ein paar Zigaretten heraus, zündet eine an und raucht die Hälfte davon. Bevor er die Zigarette zu Ende rauchen kann, setzt die Wirkung des Giftes ein und er beginnt langsam zu sterben. Um 19.30 Uhr wird er von einem vorbeigehenden Paar am Strand liegend gesehen. Er hebt den Arm, um Hilfe zu signalisieren, aber sie ignorieren ihn, weil sie denken, er sei betrunken. Eine Stunde später wird er erneut, vielleicht noch lebend, an derselben Stelle gesichtet. Später am Abend erliegt er dem Gift und stirbt an Herzversagen. Aber warum wurde er vergiftet? Wir kennen die Art der Beziehung zwischen dem Verstorbenen und Jessica Thompson nicht. Vermutlich aber war der Tod des Mannes das Ergebnis eines Streits um Thompsons Sohn Robin.
Es ist sehr gut möglich, dass der Somerton-Mann wusste, dass Robin sein Kind war und vielleicht verärgert darüber war, dass Thompson jetzt eine Beziehung mit einem anderen Mann hatte. Vielleicht hat der Somerton-Mann Thompson mit diesem Wissen erpresst. Wir wissen nicht, was für ein Mann er war, und ich bezweifle irgendwie, dass er getötet worden wäre, wenn er nicht etwas getan oder gesagt hätte, das eine solch extreme Reaktion rechtfertigt. Thompson wollte offensichtlich nicht, dass jemand von ihrer Beziehung zu diesem Mann erfährt, schon gar nicht ihr zukünftiger Ehemann. Ich glaube nicht, dass der Mann aus Somerton einfach so in Adelaide vorbeikam und Thompson besuchte. Ich vermute, dass das Treffen von Thompson vorher arrangiert wurde. Das würde ihr Zeit geben, die Mittel für seine Ermordung vorzubereiten. Ich denke, sie hat ihn wahrscheinlich vorher eingeladen, um den Streit persönlich zu klären, wollte ihn aber in Wirklichkeit aus dem Weg räumen, um mit ihrem neuen Partner glücklich zu sein. Man kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass es Thompson war, die ihn vergiftet hat, aber nach dem, was wir zusammensetzen können, ist sie die einzige Person, die auch nur annähernd ein Motiv hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach kannte sie den Verstorbenen und hatte ein Kind mit ihm gezeugt, wollte aber offensichtlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Vergiftete Zigaretten scheinen auf den ersten Blick weit hergeholt, aber in der Vergangenheit war die Vergiftung eine sehr häufige Methode, mit der Frauen ihre Ehemänner oder Partner töteten. Es müssen nicht unbedingt Zigaretten gewesen sein, es könnte auch ein Getränk gewesen sein, das er früher am Tag zu sich genommen hat. Aber ich finde es seltsam, dass er die falsche Zigarettenmarke in seiner Zigarettenschachtel mit sich führte und zum Zeitpunkt des Todes erst eine halbe Zigarette geraucht hatte. Ich glaube nicht, dass Thompson ein böswilliger Mensch war. Ausgehend von dem wenigen, was wir über sie wissen und den Schilderungen der Polizei über ihr Verhalten, schien sie aufrichtige Reue und Schuldgefühle wegen ihrer Tat zu empfinden, aber sie wusste, dass sie ins Gefängnis kommen würde, wenn sie gestehen würde. Da die Polizei außer Vermutung keine Beweise gegen sie hatte, befand sie sich rechtlich in einer sehr günstigen Lage. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Somerton-Mann, der Thompson nach einer kurzen Affäre aufgespürt hatte, ihr Haus in St. Leonards aufsuchte, nur um festzustellen, dass sie ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte und sich aus Reue oder Trauer umbrachte. Dies ist auch ein wahrscheinliches Szenario, aber ich neige aus mehreren Gründen zu Mord. Vermutlich hatte der Mann vor, Adelaide lebend zu verlassen, da er sein Gepäck am Bahnhof zurückließ. Obwohl er sich leicht eine frei verkäufliche Substanz hätte besorgen können, um sich damit zu vergiften, gibt es keine Beweise dafür, dass er dies getan hat, und es gab auch keine Spuren in seinen Habseligkeiten, die darauf hindeuten, dass er eine giftige Substanz besaß oder gekauft hatte. Das Gift war wahrscheinlich in seinen Zigaretten oder in einem Getränk, das er einige Zeit vorher konsumiert hatte. Es wäre höchst ungewöhnlich, dass er sich erst vergiftet und dann ein paar Zigaretten raucht. Vielleicht wollte er einfach nur die eine letzte Zigarette rauchen, aber das Szenario deutet eher darauf hin, dass er wirklich eine Raucherpause am Strand einlegen wollte und nicht damit rechnete, dass er sterben würde. Dies sind alles nur Spekulationen und Indizien, die nichts bestätigen, aber wenn man alles zusammenfügt, was wir wissen, deutet das meiner Meinung nach eher auf ein Verbrechen als auf Selbstmord hin. Was den Spionageaspekt des Kalten Krieges angeht, so glaube ich das nicht, weil es außer den Codes, die eine Sackgasse sind, nicht viele Beweise gibt, die darauf hindeuten. Ich glaube nicht, dass sich die Codes auf irgendwas Sinnvolles beziehen und wahrscheinlich nur hastige Notizen zu einer Kleinigkeit, wie zum Beispiel einem Kreuzworträtsel sind, die der Mann mit ins Grab genommen hat. Die Sache mit den Namensschildern an der Kleidung ist meiner Meinung nach nicht sehr verdächtig, und ich glaube, dass der Name T. Keen auf seiner Krawatte tatsächlich sein Name war. Ich glaube nicht, dass er unbedingt versucht hat, seine Identität zu verbergen. Und selbst wenn, macht ihn das nicht gleich zu einem Spion. Vielleicht war er einfach nur ein paranoider Mensch. Die derzeitigen Beweise deuten darauf hin, dass der Mann einfach ein ehemaliger Liebhaber oder Freund von Jessica Thompson war und nach Adelaide kam, um sich mit ihr zu treffen und nicht, um irgendeine Art von Regierungsspionage zu betreiben. Die unbekannte Größe in all dem ist das mysteriöse Buch selbst. Es ist eigentlich gar nicht so rätselhaft, es lässt nur vermuten, dass Thompson den verstorbenen Mann kannte, dass sie zuvor einen anderen Mann ein Exemplar des Buches geschenkt und behauptet hatte, es sei ihr Lieblingsgedichtband. Aber seltsam ist, dass der verstorbene Mann offenbar die Worte Tamam Shud
herausgerissen und den Rest des Buches weggeworfen hat. Dieser dramatische Akt deutet darauf hin, dass er Selbstmord begangen hat. Und ich kann es mir nicht vorstellen, warum er es sonst getan hätte. Es sei denn, er verließ Thompsons Haus einfach frustriert und wütend und beschloss, das Andenken, das sie ihm gegeben hatte, wegzuwerfen. Eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit ist, dass er die Worte Tamam Shud herausgerissen hat und tatsächlich die Absicht hatte, mit seinem Selbstmordversuch eine dramatische Aussage zu machen, aber unerwartet an Thompsons Vergiftung starb. Dies wäre jedoch ein sehr unwahrscheinlicher Zufall. Wer genau der Verstorbene war, das werden wir wohl nie erfahren. Aber aufgrund der Vermutung der Polizei und der Spekulation anderer Leute denke ich, dass er ein amerikanischer oder englischer Marine- oder Armeeoffizier gewesen sein könnte, der während oder nach dem Krieg in Australien stationiert war und eine kurze Affäre mit Thompson hatte. Aufgrund der Tatsache, dass er australische Kleidung und Produkte besaß, liegt die Vermutung nahe, dass er jetzt entweder in Australien lebte oder sich zumindest für längere Zeit dort aufhielt, wenn auch nicht in Adelaide. Ich glaube nicht, dass er extra aus Übersee kam, nur um Thompson zu treffen. Für mich scheint es sehr wahrscheinlich, dass der Vorfall das Ergebnis eines persönlichen Streits war und nichts weiter. Ich glaube nicht, dass uns Spionagetheorien der Lösung des Falles näher bringen werden, denn ich glaube wirklich, dass diese Spur in eine Sackgasse führt. Nebenbei bemerkt wurde 3 Jahre zuvor, 1945, ein Mann aus Singapur namens George Marshall tot aufgefunden, mit einem Exemplar des Rubaiyat an seiner Seite. Aber das geschah in Sydney. Also ist das nur ein seltsamer Zufall, oder? Bis man bedenkt, dass Jessica Thompson eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte. In Sydney. Im Jahr 1945. Kommen wir aber dennoch zur Spionagehypothese, denn auch wenn es unwahrscheinlich scheint, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Der zentrale Gedanke ist, dass der Somerton-Mann ein Spion war und starb, weil er ein Spion war. Es gibt einige Indizien, die darauf hindeuten könnten. Er trug ein Buch bei sich, das einen Code zu enthalten scheint. Die Schrift in dem Buch war nur schwach zu erkennen, was darauf hindeutet, dass sie versteckt werden sollte. Das Buch Rubaiyat, das in das Auto des Arztes geworfen wurde, könnte eine Nachricht an einen anderen Agenten gewesen sein, die ihn über den Tod des Somerton-Mannes informieren sollte, oder aber jemand anderen anwies, ihn zu töten. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Somerton-Mann das Buch in das Auto warf, als er von einem anderen Spion verfolgt wurde und das Buch in aller Eile loswerden musste. Das Tamam Shud-Papier, das bei ihm gefunden wurde, könnte eine Nachricht von ihm selbst oder einer anderen Person gewesen sein, die das Papier als Visitenkarte hinterlassen hat, um zu zeigen, dass sie den Somerton-Mann persönlich getötet hat. Auch die versteckte Tasche in seiner Kleidung könnte möglicherweise mit Spionage zu tun haben. Die physischen Eigenschaften von dem Toten, einschließlich seines Körperbaus, seiner Ordentlichkeit und seiner Fähigkeit, in Adelaide von der Öffentlichkeit unbemerkt zu bleiben, sind Merkmale von Spionen. Er ließ auch alle nachweisbaren Etiketten von der Kleidung, die er trug, von der Kleidung in seinem Koffer und von anderen Gegenständen in seinem Koffer entfernen. Dies stimmt mit der Isdal-Frau überein, die auf mysteriöse Weise in Norwegen starb und deren Etiketten von den Gegenständen in ihrem Koffer entfernt wurden. Die Isdal-Frau wurde für eine Spionin gehalten und dieser Fall weist viele Parallelen zum Somerton-Fall auf, einschließlich eines seltsamen Todes eines nicht identifizierten Opfers und eines in einem Bahnhof deponierten Koffers. Ich habe im Übrigen auch ein Video über die Isdal-Frau gemacht, das könnt ihr euch auch gerne auf meinem Kanal anschauen, es ist Teil dieser Playlist. Die Fahrkarte für Henley Beach, die der Tote kaufte und nicht benutzte, könnte dazu gedient haben, jemanden, der ihn verfolgte, abzuschütteln. Die Fahrkarte könnte von ihm gekauft worden sein, um zu sehen, ob ihn jemand folgte, bevor er die Fahrkarte für den Bus nach St. Leonards kaufte. Es gibt einige andere Spionagefälle aus dieser Zeit, die Ähnlichkeit mit dem Fall des Somerton-Mannes aufweisen. Hauptmann Ulrich von der Osten wurde 1941 von einem Taxi angefahren und starb schließlich. An seiner Kleidung wurden die Etiketten entfernt, und es stellte sich heraus, dass er ein Spion war. Bei der Spionagetheorie geht es nicht unbedingt darum, dass der Tote selbst die Etiketten von seiner Kleidung entfernt hat. Der Mörder
aber auch ein befreundeter Agent könnte diese Gegenstände entfernt haben, um seine Identifizierung zu vereiteln. Das Hauptargument, nämlich dass der Somerton-Mann durch ein Gift starb, entspricht der Art und Weise, wie ein Spion getötet werden könnte. Das am häufigsten genannte Gift, digitales, war es auch, das Harry Dexter White im August 1948 tötete, nur wenige Monate bevor der Somerton-Mann tot aufgefunden wurde. Später wurde bekannt, dass White ein Spion war und an der Operation Venona beteiligt war. Bei dieser Operation handelte es sich um ein Programm der USA zur Spionageabwehr, das von 1943 bis 1980 lief und die Entschlüsselung von Nachrichten des sowjetischen Geheimdienstes zum Gegenstand hatte. Das Gift im Fall des Somerton-Mannes blieb unentdeckt und dies könnte der Modus operandi eines Spions gewesen sein. In den späten 1940er Jahren gab es ein hohes Maß an Spionage im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Und einige dieser Aktivitäten fanden in Australien statt. 2 Jahre vor dem Tod des Somerton-Mannes wurde der Raketenstützpunkt Woomera als Projekt angekündigt. Diese Anlage befand sich ebenfalls im Bundesstaat South Australia und diente militärischen Tests in Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich. Jessica Thompson war laut ihrer Tochter eine Kommunistin und beherrschte sogar die russische Sprache. Dies könnte der Grund sein, warum der Somerton-Mann ihre Telefonnummer in dem Rubaiyat notiert hatte. Jessica hatte den Rubaiyat 1945 auch Alf Boxall gegeben, der in einer militärischen Spezialeinheit tätig war und relativ schnell zum Leutnant befördert wurde. Auf die Frage, ob der Somerton-Mann ein Spion gewesen sein könnte, antwortete Boxall mit einer sorgfältig konstruierten und nicht definierten Antwort: Das ist eine ziemlich melodramatische These, nicht wahr? Jessica Thompsons eigene Tochter Kate hat die Theorie aufgestellt, dass der Somerton-Mann und Jessica beide Spione waren. Jessica sagte auch, dass der Tote, Zitat, einer höheren Ebene als der Polizei bekannt war. Diese Bemerkung könnte durchaus als eine Art Geständnis interpretiert werden, dass der Somerton-Mann wahrscheinlich ein Spion war oder in irgendeiner Weise mit dem Geheimdienst zu tun hatte. Da Jessica Thompson den Begriff höher als die Polizei verwendete und diese Tatsachen kannte, könnte auch sie eine Spionin gewesen sein. Es gibt natürlich aber auch mehrere Argumente, die gegen die Spionagehypothese sprechen. Adelaide war 1948 ein Provinznest mit einer Bevölkerung von nur 400.000 Einwohnern. Der Raketenstützpunkt Woomera war etwa 500 Kilometer von Adelaide entfernt und es ist schwer vorstellbar, dass sich ein Spionagemord mitten in den Straßen des bescheidenen Adelaide abspielte. Es scheint keine wahrscheinliche und schlüssige Theorie zu geben, die erklärt, wie der Somerton-Mann gestorben ist. Dennoch wissen wir, dass er gestorben ist. Die Identität dieser Person bleibt ein Rätsel. Wie lassen sich der Rubaiyat-Code und der Tamam-Schutzzettel erklären? Ich habe in diesem Video versucht, Theorien und mögliche Antworten auf einige Fragen zu liefern. Trotz aller Mutmaßungen sind viele der Antworten auf den Fall wahrscheinlich mit dem Somerton-Mann ins Grab gegangen. Eine Exhumierung von ihm könnte einige dringend gesuchte Antworten zutage fördern. Die Worte »Hier liegt der Unbekannte« zieren derzeit sein Grab. Der Sand der Zeit wird hoffentlich eines Tages einen Namen auf der Gedenktafel für den Somerton-Mann finden. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit meinem dritten und letzten Video in dieser Identitätstrilogie. Wenn ihr meine anderen 2 Videos dieser Playlist noch nicht gesehen habt, dann würde ich auch schleunigst raten, sie euch anzuschauen. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, denn die nächsten Videos sind schon in Arbeit und ich verspreche euch, es wird nicht langweilig. Ich verabschiede mich und wir hören uns im nächsten Video.